Hallo, weiter geht's. Musik. Irgendwo gibt's doch Musik. Die müssen wir nämlich jetzt noch enduren, denn wir sind im nächsten Level. 2, dann kommt es 3. Ich glaube, wir sind im Level 11. Das heißt, dass das richtig ist, genau. Und wir wissen auch, ich habe noch einen zweiten Speicherstand zu machen, damit ich auch den sicheren noch wirklich behalte. So, bevor wir das vergessen. So, Brimspark immer noch. Das ist Command & Conquer Musik, das hört man auch sofort. Coal Bank schafft. Die coole Bank schafft einen echt. Immer nur an Schulden machen und Risikodarlehen. Schlimm. Gibt wieder eine einzige Möglichkeit. Und hier. Vulcan Ammo, dankeschön. Vielleicht kriege ich ja mal wieder ein bisschen was zusammen. Tief. Oh. Oh, nicht schon wieder. Immer dasselbe. Gut, wo kommt der Depp? Müsste ja von hier aus kommen wahrscheinlich. Machen wir das so. Ich kann mehrere Bomben legen, dann soll das schneller gehen. Probiere ich gleich mal aus. Ist er schon reingeflogen? Nein. Oder war der doch hier irgendwo anders? Ja, wo bleibt er denn? Wieso kommt er dieses Mal nicht? Das ergibt doch keinen Sinn. Und ich muss schon wieder niesen. Aber, ah ja, da, gut. Okay. Dem macht diese Bombe gar nichts. Muss ich anders machen. Indem ich einfach die Bomben bisschen mehr. Oh. Hat er mich erwischt? Ja, hat er. 6 Shield, das kann ich nicht leiden. Der ist echt aggressiv manchmal. Ich muss mich am besten so hinstellen, dann traut er sich ja gar nicht erst. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich bin noch. Ah, ich hab's auch gesagt. Völlig überrascht. Ich dachte, ich hätte erstmal noch ein bisschen Freiraum. So, nochmal. Vielleicht jetzt von ganz weitem jetzt erstmal abschießen. Abknödeln. So. Jetzt erstmal ein paar. Ich komme mit der Tastenkombination nicht zurecht. Was heißt Kombi? Weg hier. Mit der Anlegung der Tasten selbst. So, jetzt nochmal alles aufsammeln und dann habe ich hoffentlich erst einmal meine Ruhe. Und jetzt speichere ich nochmal. Er sollte nämlich gleich kommen. Dankeschön. Speichern, da hat er die Bombe hochgeschleudert. Ist er so ein Schwachmat. Von wegen, es lohnt sich, viele Bomben auf einmal einzulegen. Hätten wir dieses Argument auch gleich mal entkräftet. Schön, wie man hier empfangen wird, gleich mit einer Lavapfütze. Da hat man sich auch ja nicht einsam fühlt. Das war die andere Bombe. Gut, dann kann ich mich nochmal umdrehen vielleicht. Und hab hoffentlich gleich Glück. Ah, diese Stelle summe ich so gern mit. Das Lied ist echt cool. Oh fuck, das wollte ich nicht. Ja, die bringt mir da überhaupt nichts. Kann ich gleich mal abschießen. Fuck you. 14 Bomben, also Bombenmangel habe ich für gewöhnlich nicht. Aber schön, wie dieses ganze erste Video mal wieder voll drauf geht für den Zielspot. Oder zum großen Teil zumindest. Das sehe ich ja jetzt schon kommen. Habe ich nicht noch andere Bomben? Oh fuck! Wie konnte ich die Bomben wechseln? Wie konnte ich... Ah, geil. Die sind nämlich ein bisschen stärker, meine ich zumindest. Aber immer schon eine legen, das ist klüger und taktisch, strategischer. Und im Krieg darf es nicht eilig werden, sonst hat man gleich verloren. Wer zu schnell rennt, fällt schnell auf die Fratz. Ah, das hört sich schon besser an. Aber er lebt immer noch. Der hat noch nicht genug. Ist irgendwie ziemlich lame, die Nummer. Also, der Gegner an sich, wenn man ihn so leicht austricksen kann. Den hätte man nicht einbauen müssen. Fürs erste Level vielleicht, aber nicht in jeden zweiten. Eher öfter sogar. Immerhin nicht in jeden. Also, so dumm waren sie dann doch nicht. Ich habe mir übrigens ein paar Cheats angeguckt. Die werde ich aber nicht einsetzen. Die sind aber ganz witzig. So, zum Spaß kann ich hier mal zeigen.
Ah, sehr schön. So, ich hoffe, mit den Cheats verbaue ich mir nichts. Aber zumindest einen habe ich mir gemerkt. Das ist nämlich der beste. Oh, den habe ich nicht bemerkt. Den kann ich ja gleich mal einsetzen. Moment. Tadam, Cheater und jetzt kriege ich keine Punkte mehr, sondern kann auch nicht kaputt gehen. Und wenn ich den kaputt mache, steht oben rechts auch nur Cheater und keine Punkte. Und jetzt bin ich unverwundbar für immer. Gut, das wollen wir aber nicht, denn das wäre zu einfach. Vielleicht mal im Notfall. Vielleicht im letzten Level, wenn ich keinen Bock mehr habe. Oder bei einem Special, wenn ich wieder das ganze Spiel auf einmal durchspielen will. Da müsste ich wieder 7 Stunden werden, werde ich den Cheat anwenden und einfach hier durchsausen. Heieiei, der hält mehr aus als gedacht. Ich rechne immer, dass der so wenig aussieht wie die gelben aus Descent 1. Aber das sind da nicht ganz dieselben. Die sehen nur ein bisschen ähnlich aus. Die sind hier auf jeden Fall klüger, wie man sieht. Und sterben auch irgendwann. So, 8-9 Minuten noch, dann habe ich ja noch gar nicht so viel aufgenommen. Oh nein, ich wollte aufhören. Ach was. Naja, diesmal ist wieder spät am Abend. Ausnahmsweise fast, könnte man sagen, inzwischen. Nachdem ich die letzten Male ja hauptsächlich morgens und mittags aufgenommen habe, was total ungewöhnlich ist für mich. Finding Blue Key, Hauptorte verpiss dich. So, wieder mal Lava-Fälle. Das vorletzte Level mit Lava müsste das sein. Moment, Level 11? Ja, das ist das vorletzte, ja. Im 12. gibt es ja wieder einen Boss. Da freue ich mich ja jetzt schon voll, wo ich wieder 2-3 Videos für den Boss alleine brauche. Brauchen werde wahrscheinlich. Ja, nehme ich einen Cheat-Bonus. Nehme ich einen Cheat, und Verwundbarkeit. Das ist echt alles hier? Das ist aber lame. Da geht's runter, ich wusste es. Ich hab's geahnt, ich hab's gerochen. Naja, genau das habe ich gemeint. Es war komisch. Moment. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Ach, das ist eine Tür, ne? Nö. Gar nicht. Wo war denn das jetzt? Nach unten. Nach unten? Okay, ich kann da durchfliegen. Jetzt verstehe ich das. Ist immer so verwirrend. Jetzt verliere ich eh wieder Flash, brauche ich eh nicht. Uah, heiß. Und dann geht das Lied mal voll ab, obwohl es gerade gar nicht passend ist, denn wir haben gar keine Action. Oh, die Tür. Gut, holen wir erst die Gefangenen. Ich gucke erst, wo das Energiecenter ist. Apropos. Ist der des Wahnsinns? Hat einfach die Tür auf? Der Spacko? Ich hasse ihn so. 2. Kommt er jetzt zurück oder ist es da drin? Scheinbar ist es da drin. Die Türen sehen übrigens ganz originell aus hier. Der kommt da wahrscheinlich nicht durch, weil er so dumm ist und von den Gegnern aufgehalten wird. Erwischt. Hör auf, mich abzuschießen, sonst wirst du echt aus meinem Team geworfen. Hä? Habe ich kein Fernglas eigentlich? Ich will sehen, was das ist. Ist da doch ein Gegner? Was ist das? Stirb! Bitte! Jetzt kommt er! Der hängt da an einem Tropf und dann ist er unverwundbar, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Die machen nur die Ventilatoren kaputt. Jetzt weiß ich auch, wer das in Descent 1 im ersten Level war. Das waren die Drecksack. Die haben sich da schon mal umgesehen, sind dann in Descent 2 geflüchtet. Um meiner Rache zu entgehen, aber da haben sie keine Wahl. Die müssen sie ertragen. Ah ja, die mal wieder, Mr. Mercury. Aber ich bin schneller als Mercurys. Bin so schnell wie Senf. Ah, wie schwach, ich brauche nicht mal irgendwas Besonderes dafür. So. Dann holen wir uns jetzt hoffentlich Energie. Bium. Bium. Nein! Schieß doch nicht immer dahin, wo ich nicht bin, damit ich genau reinfliege. Ist das logisch? Hier schon. Ah, das wollte ich nicht aufheben. Wer schießt? Ach nein, das sind ja die neuen Gegner, ne? Die mit den Gauss-Kacken. Ach, Kacke.
Das wird übel. Hier sollst du nur sterben. Das ist so schwer. Eieieiei. 127 Shield ist voll in Ordnung. Wo sind die Gauss-Typen? Ach, von hinten kommen sie jetzt. Ja, das ist nett. Komm her. Wo bist du? Die Phoenix ist echt furchteinflößend, aber nicht unbedingt sehr effektiv gegen mich. Denn mir macht selbst ein Abpraller nichts. Wer schießt denn jetzt schon wieder? Ach, das ist der. Ja, Gauss als vom Feind so ins Gesicht getroffen, das ist nicht so angenehm. Ich glaube, da mache ich das lieber so. Das gefällt mir doch schon besser. Ich habe kaum noch guided. Ich brauche guided. Noch mehr Vulcan, also sehr schön. Das ist der Vorteil daran an diesen Gegnern, die geben mir auf jeden Fall Gauss-Munition. Damit ist zu rechnen. Ja, ja, das wird eng mit den Guided. Das ist nur ein Rundgang, war zu befürchten. Hier irgendwo muss auch das Energiecenter sein. Wie er mich fertig machen will. Er macht einen Rundgang. Haha, von hinten. So, Vulcan, her damit. Was soll das hier wieder? Komm ich nicht durch. Wie wäre es dann wieder mit einer Full Map? Ich könnte mir die auch jetzt cheaten, aber dann steht da wahrscheinlich überall die ganze Zeit Cheater. Das ist voll doof. Warum machen sie die Cheats rein, wenn sie dann doch nur alles versauen? So. Da geht's runter? Ja, da geht's runter. Es muss ja irgendwo das Energiecenter sein. Wo ist mein scheiß Flash? Ja, mit meinem Fleisch. Ich hab Hunger. Ja, gleich ist das Video auch schon zu Ende, wie ich sehe. Ich mache ja viele Stunden Videos und diesmal gucke ich sogar auf die Uhr. Das Energiecenter würde ich gerne noch sehen. Damit ich mir das als nächstes holen kann. Naja, irgendwie ist das noch nicht so in Reichweite. Muss ich aber... Wo ist mein Guided-Bot? Muss ich hier wirklich als nächstes hin? Es gibt keine. Doch, da links gibt's. Ich höre ihn auch irgendwo. Vielleicht will er mir sagen, dass es eigentlich da hochgeht. Kann es sein? Hier? Gucken wir einfach mal nach. Okay. Auf jeden Fall gibt's hier was, aber was? Nichts Besonderes. Okay, ich denke mal, das Energiecenter ist doch hier unten. Da ist der Guided. Okay, also ist auf jeden Fall hier unten, das Ding. Bisschen kann ich noch. Ein bisschen. Soll ja nicht zu kurz werden, so ein Video. Der ist schon mal weg. Das ist schon mal wichtig. Die kleinen Viecher sind die nervigsten Krücken. Der ist echt nicht groß im Verfolgen, also... Oh, habe ich was gesagt? Ich wollte sagen, der ist echt nicht groß im nachhaltigen Verfolgen. Also der gibt schnell auf, wollte ich eigentlich meinen. Aber das stimmt gar nicht. Ich merke die ganze Zeit nicht, dass ich da nicht weiter zurückfliegen kann. Ich kann nur dann hochfliegen. Jetzt haut er lieber ab. Er wechselt seine Strategie, er denkt, ich falle darauf rein. Danke. War doch nicht so schwer. Okay, dann mache ich mir hier Nummer 9. Höchste Zeit. Dann gucke ich mir kurz ganz hier unten nach. Irgendwo muss das Energiecenter doch sein. Kann doch nicht wahr sein. Hier war ich schon. Mega, okay. Da gibt es noch mehr Vulcan. Na gut, aber das mache ich dann beim nächsten Mal erst wieder. Und so.
Sind das eigentlich noch Schalter oder ist es echt nur so Dekoration? Scheint nur eine Dekoration zu sein. Dekorationsleuchte. Bams. Wow, wow, das ging schnell. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.